Im Frühjahr 1939 kommt ein Mann namens Adam Mickler über Helsinki und Kopenhagen nach Brüssel und bewirbt sich um die Lizenz für eine Exportfirma. In Wirklichkeit heißt der Mann Leopold Trepper, kommt aus Moskau und ist beauftragt, in Westeuropa ein neues sowjetisches Spionagenetz zu installieren. Dieses Netz soll vor allem die flandrische Küste, England, Nordfrankreich und das zum Kriege rüstende Nazi-Deutschland observieren. Der Grand Chef, wie Trepper von seinen Mitarbeitern genannt wird, gewinnt zunächst seine alten Kampfgefährten aus der illegalen Zeit in Palästina für diesen Plan. Den wohlhabenden Kaufmann Leo Großvogel und Hillel Katz, der Trepper besonders ergeben ist. Sie gründen zusammen eine Firma und gewinnen neue Mitarbeiter. Den Diamantenhändler Isidor Springer, dessen Freundin Rita Arnold und die polnische Kommunistin Sofia Poznanska. Später kommen noch die sowjetischen Geheimdienstoffiziere Viktor Sukulov und Mikhail Makarov dazu, die über Montevideo in Belgien eingeschleust werden. Makarov, der den Decknamen Carlos Alamo erhält, wird nach Ostende geschickt und übernimmt eine Filiale von Großvogels Firma. Während Viktor Sukulov, der sich selbst den Agentennamen Kent zulegt, zunächst an der Universität von Brüssel Betriebswirtschaft studiert. Zu Beginn des Krieges lernt Kent die attraktive tschechische Millionärswitwe Margarete Barsa kennen und führt von jetzt an das Leben eines hochgeschätzten Mitglieds der Brüsseler Society. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Belgien im Mai 1940 zieht Trepper alle leitenden Agenten seines Netzes in Brüssel zusammen und richtet in der Rue des Attrebats eine Funkzentrale ein, die unverzüglich Verbindung mit Moskau aufnimmt. Er selbst verlässt Brüssel und siedelt nach Paris über. Von jetzt an nennt er sich Jean Gilbert. In Paris gründet Trepper zusammen mit seinen Freunden Leo Großvogel und Hillel Katz die Import-Export-Firma Simex, die vor allem mit der deutschen Wehrmacht und der Organisation Todt zusammenarbeitet. Geschäftsführer ist Alfred Corbin, der von Trepper nicht eingeweiht wird und der in der ständigen Angst lebt, als Schwarzhändler verhaftet zu werden. Trepper lässt sich dadurch nicht beirren. Er wirbt in ganz Frankreich neue Agenten, Informanten und V-Leute an. Einer seiner erfolgreichsten Mitarbeiter in Paris ist der charmante russische Emigrant Baron Wassili Maximowitsch, hinter dem niemand einen russischen Spion vermutet. Maximowitsch ist es auch, der Trepper den ersten Hinweis auf den bevorstehenden Angriff Hitlers auf die Sowjetunion gibt. Am 21. Juni 1941 fährt Trepper nach Vichy, um mithilfe der sowjetischen Botschaft Stalin vor den Plänen Hitlers zu warnen. Aber der Militärattaché der Botschaft, General Suslobarow, glaubt ihm nicht. Am nächsten Morgen greifen die Deutschen die Sowjetunion an. Die Stunde der Bewährung für die Agenten des Leopold Trepper ist gekommen. Direktor an Otto und Kent. Die Hitlerfaschisten haben an zahlreichen Stellen die sowjetischen Grenzen überschritten und ohne jeden Vorwand Städte und Dörfer bombardiert. Betrachtet euch von jetzt an als kämpfende Soldaten der Roten Armee und scheut kein Risiko, die verbrecherischen Pläne der Nazi-Führung zu entlarven. Am 23. Juni 1941, 0 Uhr, tritt Funkverkehrsplan Babka in Kraft, in Verbindung mit Code 333. Tod den faschistischen Aggressoren. Mit Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion beginnt das Netz des Grand Chef seine volle Aktivität zu entfalten. Das Zentrum ist die Funkstelle in der Rue des Attrebats 101 in Brüssel. Seit dem 22. Juni 1941 und dem Inkrafttreten des Funkverkehrsplans sitzt Sowjetleutnant Mikhail Makarov alias Carlos Alamo, Fliegerheld im spanischen Bürgerkrieg, Nacht für Nacht
von Mitternacht bis 5 Uhr morgens an seinem Funkgerät und morst Nachrichten nach Moskau. Das Netz des Grand Chef überzieht im Sommer und Herbst 1941 bereits ganz Belgien und Frankreich. Die Agenten des Grand Chefs, seine Informanten und V-Leute, sitzen überall. Bei der Post, der Eisenbahn, in den Fabriken, bei den Behörden in Vichy, auf den Baustellen am Atlantikwall, ja sogar in den höchsten Kommandostellen der Wehrmacht. Hier Paris. Bleiben Sie im Apparat. Ich verbinde. Innerhalb des Befehlsbereichs der deutschen Besatzungsmacht, der zivilen Behörden und der Wirtschaft gibt es kaum einen wesentlichen Vorgang, der den Agenten des Grand Chef entgeht und der nicht sofort nach Brüssel und von dort an die Zentrale nach Moskau weitergeleitet wird. Ist das Ihre Tasche? Ja, ich habe sie schon vermisst. Der Inhalt? Ein Paket mit Salz und eine Spielzeuglokomotive. Bitte. Hier Paris? Ja, ich verbinde weiter. Der Iwan hat ein neues Salvengeschütz eingesetzt. Die Wirkung ist ungeheuer. Auf Lastwagen montiert, verstehen Sie, die fahren vor in die Stellung, feuern ab und verschwinden sofort wieder. Die Aktivität des Agentennetzes erstreckt sich nicht nur auf die zivilen und militärischen Behörden. Sie macht auch vor den Türen der Brüsseler und Pariser Salons nicht halt. Dabei kommt es vor allem Kent zugute, dass seine Freundin Margarete Barsa in ihrer eleganten Brüsseler Wohnung allwöchentlich Soireen veranstaltet, zu denen vorwiegend deutsche Offiziere und Beamte eingeladen werden. Ist das Ihre Tasche? Ja, ich habe sie schon vermisst. Der Inhalt? Ich muss unbedingt den Grand Chef sprechen. Wissen Sie, wo ich ihn erreichen kann? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Thank you.
Sind die Meldungen vom Grand Chef schon fertig? Sofort. Ist was? Ich habe genug für heute. Das muss unbedingt noch raus. Völlig unmöglich. Vom Grand Chef. Ab 5 sind die in Moskau nicht mehr auf Empfang. Reden Sie nicht, versuchen Sie es. Hier, meine Hände sind völlig steif und verkrampft. Wissen Sie, was das heißt? 5 Stunden ununterbrochen an der Morsetaste zu sitzen? Ich habe Schmerzen im Arm bis oben hin, ich kann einfach nicht mehr. Hatten Sie keinen Vortrag? Rufen Sie die Zentrale. Diese Bürokraten in Moskau tun sich leicht. 5 Stunden jeden Tag. Klar, die arbeiten mit Ablösung. Ein Kinderspiel ist das für diese Etappenhengste. Sie halten das hier wohl schon für einen Fronteinsatz, was? Allerdings. Sie riskieren Ihr Kopf und Kragen. Seien Sie froh, dass Sie hier sind. Ich kenne den Fronteinsatz genauso gut wie Sie. Nicht nur Sie haben den spanischen Bürgerkrieg mitgemacht. Ich weiß, Sie sind ein Held. Auch noch Meldungen vom Grand Chef. Warum legen die in Paris sich keinen eigenen Sender zu? Ich kann doch nicht alles alleine machen. Geben Sie die Meldungen durch. Jede Nacht 5 Stunden Funken. Ohne Unterbrechung, einen Funkspruch nach dem anderen. Bequemer kann man es den Deutschen nicht machen. In der Zeit hätte es sogar meine Großmutter geschafft, uns anzupeilen. Reiner Selbstmord ist das. Zum letzten Mal geben Sie die Meldungen durch. Das ist ein Befehl, Leutnant Makarov. Moskau antwortet nicht mehr. Die Zentrale hat bereits abgeschaltet. Ich muss Sie dringend sprechen, Ptischi. Ich habe jetzt keine Zeit. Es ist aber sehr wichtig, bitte. Es hat keinen Sinn mehr, Rita, wenn Sie das doch endlich begreifen würden. Aber es handelt sich doch. Darum handelt es sich doch gar nicht. Warum bist du nicht zu Bett gegangen? Ich kann nicht schlafen, wenn du nicht zu Hause bist, Vincent. Wie viel Uhr ist es? 5:15. Jede Nacht dasselbe. Auf dem Schwarzmarkt werden die besten Geschäfte zwischen Mitternacht und 5 Uhr früh gemacht. Vincent, sag mir, was dahinter steckt. Aber Liebling, wie oft soll ich dir noch erklären? Ich bitte dich, weich mir nicht aus. Ich kann dir nur immer wieder sagen. Und ich schwör's dir. Es handelt sich um keine andere Frau. Aber was ist es dann? Warum schließt du mich aus? Ich liebe dich, das musst du doch fühlen. Ja, für Stunden. Immer nur für Augenblicke. Warum darf ich nicht alles mit dir teilen? Deine Sorgen, deine Arbeit. So interessant ist meine Arbeit nicht. Warum kollaborierst du mit den Deutschen? Spürst du nicht, wie sehr ich darunter leide? Nicht jeder, der mit den Deutschen arbeitet, ist unbedingt ein Kollaborateur. Dann halt ein Schwarzhändler, ein Kriegsgewinnler, ein Waffenschieber womöglich. Lass uns einfach weggehen. In deine Heimat nach Uruguay. Oder irgendwohin nach Südamerika. Auf jeden Fall weg. Über Portugal kann man noch ausreisen. Später vielleicht, aber im Augenblick ist es unmöglich. Ich habe zu viel hier investiert. Wenn ich mein Geschäft im Stich lasse, bin ich ruiniert. Aber ich habe doch Geld. Ich gebe dir alles, was ich besitze. Meine ganze Existenz hängt ab von meinem Erfolg hier in Brüssel. Hier und jetzt.
geworden. Was wollen Sie hier? Ich habe Angst, Petit Chef. Ich muss unbedingt sprechen. Aber doch nicht hier. Woher wissen Sie, dass ich... Bitte, es ist wirklich sehr dringend. Warten Sie um 3 im Marron. Aber wenn ich Ihnen doch sage, sie hatte rötliches Haar, einen dunkelblauen Mantel hatte sie an mit Pelzbesatz. Sie lief ihm nach über die Straße und machte ihm eine Szene. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Zwischen den beiden muss irgendwas sein. Das merkt man doch sofort. Warum wollen Sie mich nicht verstehen? Weil wir uns keine Sentimentalitäten erlauben können. Wenn Sie schwache Nerven haben, warum sind Sie Agentin geworden? Braucht ihr das Geld? Nach dem Tode meines Mannes? Ich weiß. Es ist kein Grund, mich auf offener Straße anzusprechen. Sie wissen genau, das ist verboten. Ich habe wirklich den Eindruck, dass mir jemand folgt. Und woraus schließen Sie das? Können Sie mir beschreiben, wie dieser jemand aussieht? Dann ist es also niemand Bestimmtes. Nur so ein allgemeines Gefühl. Ich habe Angst. Hysterisch sind Sie, das ist es. Ich kann Ihnen nur raten, nehmen Sie sich endlich zusammen. Sonst melde ich Sie der Zentrale. Sie wissen, was das heißt. Ich bin keine Spionin. Ich will doch gar nicht... Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät. Ich möchte Ihnen erklären. Bitte, warten Sie doch. Von Kent an Direktor. Quelle Koro. Plan 3 mit Ziel Kaukasus, der ursprünglich für November vorgesehen war, tritt im Frühjahr 1942 in Kraft. Aufmarsch soll bis 1. Mai beendet sein. Aufmarschraum für Kaukasus-Offensive: Losowaja, Balakloja, Djugujew, Bjelgorod, Krasnograd. Oberkommando in Schachkow. Weitere Einzelheiten folgen. Für Unteroffizier Stein, bitte. Hier, Horchstelle 3. Ich habe einen neuen Feindsender drin, Herr Leutnant. Frequenz 15.465 Kilohertz auf 258 Grad. 258 Grad. Stimmt's? Genau deckend. Ah. FU3, Leutnant Munk. Ist gut. Beistelle Breslauer, Hauptmann. Mhm. Ja, Richard, bist du's? Was habt ihr für Werte? 276,05 Grad mit Abweichung auf 277 Grad. Besten Dank. Ja, ich rufe zurück. Ende. Jetzt wird's spannend, Herr Hauptmann. 276 Grad. Geht das nach Holland? Nein, Belgien. Brügge. Sehr unangenehm. Die Situation ist wirklich sehr unangenehm, Herr Piebel. Funkpeiler in Ostpreußen haben ermittelt, dass es sich bei Paula Toni X eindeutig um eine Empfangsstation bei Moskau handelt. Und dass der Agentensender dazu hier bei uns in Belgien piepst. 5 Stunden jede Nacht, in Ostende Brügge, also in Ihrem Bereich. Haben Sie nie was bemerkt, irgendwas Verdächtiges? Nicht das Geringste, Herr Oberstleutnant. Die letzten englischen Agenten, 2, haben wir vor einem guten Vierteljahr festgesetzt. Ich meine, die wir geschnappt haben, unsere Dienststelle. Außerdem haben wir genau 4 Personen observiert, die früher mal mit dem polnischen und tschechischen Geheimdienst in Verbindung standen. Ist das alles? Ja, oder, Oberstleutnant? In meinem Bereich war es bis jetzt ruhig, wie in ganz Belgien. Wenn wir schlafen, braucht es um uns herum noch lange nicht ruhig zu sein. Von Direktor an Kent. Sendezeit wie bisher 0 Uhr bis 5 Uhr.
Änderung nicht möglich. Fehlanzeige, Herr Oberstleutnant. Ich habe alles überprüfen lassen, was irgendwie mit den Kommunisten zu tun haben könnte. Außerdem alle Radiofachleute, alle Elektriker. Ergebnis negativ. Sehen Sie? Ich wusste doch, was kommt. Rohli, da rief mich vorhin an. Die Heinis von der Funküberwachung glauben jetzt, dass der Sender hier irgendwo arbeitet. Hier in Brüssel? Ja, in Brüssel. Herr Oberstleutnant, ich habe keine Ahnung, warum ich zur Spionageabwehr versetzt worden bin. Ich habe vorher eine Panzerjägerkompanie geführt und im Zivilberuf bin ich Staatsanwalt. Naja, vielleicht hat jemand gedacht, ein Staatsanwalt, das ist sowas wie ein Kriminalist. Ich bin aber keiner. Herr Oberstleutnant, ich möchte Sie bitten, mich ablösen zu lassen. Na, nun stecken Sie nicht gleich auf, Herr Piepe. Herr General, die Lage sieht in der Tat im Augenblick sehr düster aus. Etwa 350 Sender arbeiten zurzeit in den von uns besetzten Gebieten, die meisten unmittelbar hinter der Ostfront. Viele haben allerdings nur eine geringe Reichweite und eine relativ kurze Sendedauer. In diesem Netz spielt der Sender in Brüssel eine besondere Rolle. Er arbeitet mit großer Kapazität und ist jede Nacht mindestens 5 Stunden im Betrieb, von 12 Uhr nachts bis 5 Uhr früh. Offenbar hat er seinem Auftraggeber sehr viel und sehr Wichtiges mitzuteilen. Darüber hinaus ist er mitten in einer Großstadt stationiert. Was darauf schließen lässt, dass er in unmittelbarem Kontakt zum Zentrum einer großen Spionageorganisation steht. Wir müssen gegen diesen Sender zuerst vorgehen. Das ist also Ihr Wunderauto. Jawohl, Herr Hauptmann. Ein Nahfeldpeiler. Das da oben ist die Antenne. Ja, die Ringpfeilantenne. Wie funktioniert denn die? Moment, Herr Hauptmann. Fischer, halten Sie mal an. Klotz, bedienen Sie die Ringpfeilantenne zur Probe. Der Peiler dreht die Antenne so lange, bis er den Feindsender sozusagen genau im Visier hat. Und das Gleiche macht unsere feste Funkpeilstelle. Ich habe unsere feste Funkstelle hier in dem Hof in dem Zelt einrichten lassen. Wir haben ja bessere Bedingungen zum Peilen, Herr Hauptmann. Da bin ich ja neugierig. Funkstelle wie befohlen eingerichtet. Danke, Klotz. Im Prinzip ist die Sache ganz einfach, Herr Hauptmann. Ich lege den Winkelmesser an den Standort unserer festen Funkpeilstelle, also hier, und richte ihn genau nach Norden aus. Nehme den Faden und ziehe nach den angegebenen Werten, sagen wir hier im Augenblick 80 Grad. Ja. Und in dieser Richtung müssen wir den Agentensender annehmen. Unser fahrender Funkpeilwagen befindet sich im Moment, nehmen wir an, hier im Wald von Tervüren. Er peilt auf die gleiche Art. Seine angegebene Gradzahl ist, sagen wir, 110. Und hier im Schnittpunkt müssen wir den Agentensender vermuten. Alpenfeilchen, Tulpe, bitte kommen. Verstanden. Letzter Wert 58,5 Grad Ende.
Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Ich komme schon zurecht. Normalerweise hat man viel zu erzählen nach so einer großen Reise. Du nicht. Der große Schweiger. Oder willst du mir vielleicht davon nichts erzählen? Bitte, dann werde ich dich fragen. Wie war es denn in Prag? Wie immer. Hast du Erfolg gehabt? Ja. Das freut mich für dich. Und sonst? Sonst nichts. Warst du nicht zufrieden mit der Dame? Musst du schon wieder mit deiner krankhaften Eifersucht anfangen? Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Ach was. Du bist neulich auf der Straße gesehen worden mit einer Frau mit rötlichem Haar hier in Brüssel. Wer? Wer hat mich gesehen? Eine Freundin. Der Name tut nichts zur Sache. Nichts als Klatsch, nichts als Verleumdung. Sie hat auf dich gewartet. Vor dem Haus. Sie ist dir nachgelaufen über die Straße und sie hat dir eine Szene gemacht. Das ist die Wahrheit. Tu mir endlich den Gefallen und hör auf, mir nachzuspionieren. Ich hab genug um die Ohren. Ja, ich weiß, ich weiß. Deine Geschäfte. Schließlich lebst du ganz gut davon. Wenn meine Geschäfte nicht wären, könnten wir uns keine 12-Zimmer-Wohnung leisten. Ich glaube, ich trage auch meinen Teil dazu bei. Wenn ich konkurrenzfähig bleiben will, muss ich herumreisen. Kontakte pflegen, neue anknüpfen, Freunde gewinnen. In Berlin, Zürich, Wien, Stockholm, Prag. Aha. Jawohl, auch in Prag. Das ist, weiß Gott, nicht einfach im Krieg. Auch wenn man mit den Deutschen arbeitet. Das musst du doch verstehen, Liebling. Ich werde schon wahnsinnig, wenn ich nur daran denke, dass du mit einer anderen... Niemals. Ich schwöre, das wird nie geschehen, Liebling. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Niemals. Ich liebe dich. Du musst mir vertrauen. Ihr Alpenveilchen, Tulpe, bitte kommen. Unser Wert ist der gleiche geblieben? Jawohl, 56,6 Grad. Ja. 101,5. Das ist Avenue de l'Armée. Ja, gestatten Sie bitte mal. Ja. Zwischen Avenue de l'Armée und Rue des Atrebat. Eins dieser drei Häuser muss es sein. 99, 101 oder 103. Sind Sie Herr Baum von der Organisation Todt? Ja. Kommen Sie herein. Wir wissen schon Bescheid, Herr Hauptmann. Hier, Herr Hauptmann. Danke, Herr Baum. Morgen, Herr Hauptmann. Moin.
Das Zimmer ist genau richtig. Mhm. Von hier aus sieht man die Rückfront von Nummer 99, 101 und 103. Verstanden. Ich wiederhole. 220,5 Grad Ende. 220,5. 220,5? Haben Sie es? Ja, sofort, Herr Hauptmann. 101. Wir haben es geschafft. Licht aus. Vom Fenster weg. Links wohnen Flammen, in der Mitte Südamerikaner, rechts ist unbewohnt. Sein, ausgerechnet heute. Keine Aufregung, es wird uns niemand stören. Na, wie geht's? Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Hallo, Anne. Hallo, Margrethe. Ich weiß nicht, mein Bruder war endlich anwesend. Ich habe eine Frage an dich. Sofort. Ich rufe Sie morgen an. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. 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 Bitte, der Aufzug ist da. Kommen Sie gut nach Hause. Das ist nett von Ihnen, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir haben Besuch bekommen. Was denn für Besuch? Jetzt noch? Guten Abend, Madame.
Das ist wirklich eine Überraschung, dass Sie uns mal besuchen, Herr Mickler. Hoffentlich störe ich nicht allzu sehr. Herr Mickler bleibt über Nacht bei uns. Das ist doch selbstverständlich. Hören Sie was? Nichts, kein Piepser. Hat er das Ding kaputt gemacht? Das Gerät ist in Ordnung. Merkwürdig. Ich kenne natürlich nicht die richtige Frequenz. Na ja, schalten Sie ab. Soll ich nicht lieber warten, Herr Hauptmann? Vielleicht melden die sich noch. Wenn Sie meinen. Ganz vorsichtig. Der kleinste Fetzen kann von Bedeutung sein. Alle Papiere hat er doch nicht verbrennen können. Zeigen Sie mal hier. Bringen Sie das alles in mein Quartier. Vielleicht können Sie mit dem Funkplan was anfangen. Jawohl, Herr Hauptmann. Ich werde alle Frequenzen durchgehen. Haben Sie mir nichts zu sagen? Sie auch nicht? Und Sie? Bringen Sie die beiden runter. Sie wollten mir doch gerade etwas sagen. Der Einzige, der Ihnen helfen kann, bin ich. Ich will Ihnen helfen. Sie sind doch Deutsche. Sie gehören doch gar nicht zu diesen Leuten. Vielleicht sehen Sie mal im Parterre nach. Danke. Jemand drin gelegen. Wände klopfen. Wo ist der Mann? Wollen Sie nicht endlich reden? Herr Hauptmann. Sie wissen doch, wie das Ding aufgeht. Machen Sie auf oder schießt das Schloss auf. Abführen. Los, raus. Donnerwetter. Eine komplette Fälscherwerkstatt. Ganze Organisation. Alles da, was man braucht. Pässe. United States of America. Wollen Sie auch Uruguay, Leutnant Höffner? Hm? Oder Schweden? Es tut mir sehr leid, aber ich muss Ihren Vincente heute sehr in Anspruch nehmen. Das ist aber gar nicht nett von Ihnen, Herr Mickler. Irgendwann müssen wir unsere Geschäfte ja erledigen. Ja, ja, ich weiß schon, was für Geschäfte das sind. In der Rue des Adrebat. Wo? Hier ganz in der Nähe. Da hat Vincente anscheinend ein Absteigequartier. Ich bitte dich, das ist eine rein geschäftliche Verbindung. Da wohnen Geschäftsfreunde. Geschäftsfreunde, wenn ich das schon höre. Wo die wohnen, weiß ich. Überall, nur nicht in der Rue des Adrebat. Dort wohnt nämlich eine Rothaarige. Mit der hat man ihn neulich erwischt. Aber das sind doch alles Hirngespinste. Moment bitte. Ist das vielleicht ein Hirngespinst?
Wo haben Sie das her? Das ist beim Ausbürsten aus seiner Jacke gefallen. Sehen Sie? Ein Passfoto. Klein genug, um es in der Brieftasche mit sich herumzutragen. Darf ich? Sind Sie verrückt? Ich habe nur nachgeholt, was Sie versäumt haben. Rita braucht einen neuen Personalausweis. Rita? Deswegen tragen Sie Ihr Foto? Ihr Passfoto! Ihr Foto in der Tasche herum, wegen Ihres Ausweises? Was geben Sie aus für Ihre Anzüge? Was kostet sowas im Schwarzhandel? Sie haben's nötig. Spielen Sie vielleicht nicht den Schwarzhändler? Ich spiele ihn, aber Sie sind einer. Eine eifersüchtige Geliebte, die Ihnen nachspielt, in einer Wohnung mit 12 Zimmern und hunderten von Anzügen und 30 Paar Schuhen. Das ist der neue Stil der Roten Armee, was? Sind Sie nur gekommen, um mich zu kontrollieren, oder was soll der Quatsch? Ich habe erfahren, dass diese Rita Arnold im Begriff ist, die Nerven zu verlieren, durchzudrehen. Ach was, sie ist nervös, ist das ein Wunder? Wie groß ist das Risiko bereits? Was geschieht in der Rue des Attrebats? Schauen Sie doch selbst nach, Sie sind doch der Grand Chef! Feldpolizei, Hände hoch, los, raus da! Was suchen Sie hier? Meine Garagenschlüssel. Was? Ich habe nämlich hier mein Warenlager um die Ecke. In einer Garage. Ich hinterlege immer die Schlüssel bei der Hausbesitzerin. Ich komme direkt aus Paris. Ah. Gestatten Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Was soll denn das? Ich stehe im Dienst der deutschen Militärbehörde. Schauen Sie mal hier. Hier, das ist mein Ausweis. Sie können vergleichen. Meine Firma liefert Baumaterial für deutsche Verteidigungsanlagen. Wir arbeiten für die deutsche Wehrmacht. Tut mir leid, Herr Gilbert. Sie können gehen. Dankeschön. Bitte. Vielen Dank. Als deutsche Kommunistin habe ich in Belgien keine Arbeit bekommen. Deswegen sind Sie Agentin geworden? Herr Kent hat eine Hausdame gesucht. Wer ist Kent? Frau Arnold, wenn Sie mir helfen, helfe ich Ihnen auch. So schlimm steht ja die Sache für Sie gar nicht. Also, wer ist Kent? Der Mann auf dem Passfoto. Welcher? Der. Er nennt sich Kent Adoptischew. Ich glaube, er ist Russe. Wo wohnt der Mann? Frau Arnold, ich muss nächste Woche nach Spanien fahren. Ich könnte Sie mitnehmen und dann laufen lassen. Die finden mich überall, Herr Hauptmann. Aber das ist doch Unsinn. Glauben Sie, die Russen haben nichts Wichtigeres zu tun, als Sie zu suchen? Also, wo wohnt der Ptischew? Am Boulevard Pravitlok, hinter dem Park. Hat in der Rue des Attrebats jemand Ihre Adresse gekannt? Nein, auf gar keinen Fall. Sind Sie da ganz sicher? Ja, ja. Denken Sie genau nach. Wusste Alamo von Ihren Geschäften mit den Deutschen? Nein. Weiß er vielleicht, dass Sie sich Vincentes Sierra nennen? Ganz bestimmt nicht. Und Reichmann? Der auch nicht. Und was ist mit dieser Rita Arnold? Wie viel weiß die? Vincente, für wie viele Tage soll ich packen? Ich muss ja schließlich wissen, was... Ich habe gesagt, nur das Notwendigste. Aber weshalb denn alles so plötzlich? Was soll das sein?
Warum suchen Sie dich, Vincent? Uruguay will Hitler den Krieg erklären. Für die Deutschen bin ich jetzt kein befreundeter Ausländer mehr, sondern ein feindlicher. Und die werden eingesperrt. Warum versuchen wir dann nicht nach Uruguay zu fliehen? Viele Freunde von mir sind schon rübergegangen, über Portugal in die Vereinigten Staaten oder nach Südamerika. Jetzt müssen wir mal aus Brüssel rauskommen. Rita Arnold. Was? Sie wohnt in der Rue des Adrebat. Sie ist die Einzige, die ihre Adresse wissen konnte. Sie fahren sofort nach Südfrankreich, nach Marseille. Ich habe dort ein Ausweichquartier für Sie vorbereitet. Aber nicht ohne Sie. Sie fahren allein. Das ist ein Befehl. Ich lasse Margarete nicht im Stich. Sie ist Jüdin. Ist der Chef da? Ja, in seinem Zimmer. Er wartet schon auf Sie. Danke. Herein. Wir haben noch nicht herausgefunden. Nein, nicht hier. Ich konnte noch nicht herausbekommen, wo Sie Alamo und die anderen hingebracht haben. Dieser Hauptmann Piepi ist noch dreimal mit Rita in die Rue des Adrebat zurückgekommen. Wahrscheinlich sowas wie eine Tatortbesichtigung. Kent hat gestern seine Ankunft aus Marseille signalisiert. Wir werden Frau Bachzer übermorgen Nacht bei Mouchard über die Demarkationslinie bringen. Von dort wird sie ohne Schwierigkeiten nach Marseille kommen. Hoffentlich haben wir damit keinen allzu großen Fehler gemacht. Sie wäre doch unweigerlich in einem KZ gelandet. Was sollen wir jetzt machen ohne Funkgerät und ohne Funker? Weitermachen und abwarten, bis Pierre sich meldet. Ich fürchte, das wird lange dauern. Ich weiß, aber irgendwann wird ihm der Direktor den Befehl geben. Wenn es bis dahin nicht zu spät ist. Glaubst du, dass Alamo dicht hält? Ich hoffe es. Wieder nichts dabei. Ja.
Die Post. Von Pierre. Endlich. Seit 2 Monaten warte ich auf Nachricht von euch. Die Partei kann mit euch vom Geheimdienst erst in Verbindung treten auf Befehl der Zentrale. Und dieser Befehl kam eben erst vorgestern. Mehr als 60 verlorene Tage. Bei uns stapeln sich die Nachrichten und wir können sie nicht absetzen. Unser Sender in Brüssel wurde ausgehoben. Wir müssen unbedingt Moskau verständigen. Unbedingt. Ihr habt Funkgeräte. Ja, aber glaubt ihr, wir wären Selbstmörder? 5 Stunden Funkverkehr jede Nacht, das ist doch glatter Wahnsinn. Da muss man euch doch schnappen. Die Zentrale in Moskau, der Direktor hat die 5 Stunden befohlen, nicht ich. Ich führe nur Befehle aus. Ihr könnt mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Wenn wir nicht bald eine Verbindung nach Moskau bekommen, setzen unsere Agenten umsonst ihr Leben aufs Spiel. Dann bleiben Informationen liegen, die für die Sowjetarmee von größter Wichtigkeit sind. Wir werden den Direktor in Moskau verständigen. Von Direktor an Pierre. Von Direktor an Pierre. Das Material von Otto und Kent ist für die Zentrale von größter Wichtigkeit. Es wird ab sofort über die Parteilinie Pierre an uns weitergeleitet. Der Sender steht Otto bis auf Weiteres voll zur Verfügung. Ferner wird Otto angewiesen, Funkstelle in Brüssel neu zu aktivieren. Suchen Sie bitte Bordeaux auf. Er ist unter Felix 3 zu erreichen. Bordeaux übernimmt sofort das gesamte belgische Netz. Als Pianist wird ihm Professor zugeteilt. Kontakt mit Professor über Agnes Jean 3-2. Erwarten Ihren Bericht in 2 Tagen. Die Arbeit geht weiter. Im März 1942 nimmt das belgische Netz der Roten Kapelle seine Tätigkeit wieder auf. Wichtigster Mann ist der 40-jährige Funker Johann Wenzel, den man in Geheimdienstkreisen nur unter dem Decknamen Professor kennt. Wenzel, ein erfahrener Funkspezialist des sowjetischen Geheimdienstes, hat aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt. Er sendet die Funksprüche von Bordeaux nicht mehr von einer Stelle aus, sondern wechselt täglich seinen Standort. Damit bringt er die Peiler der Funkabwehr in große Schwierigkeiten und lenkt sie auf immer neue Fährten. Wir haben schon wieder andere Werte, Herr Oberleutnant. Vielleicht sind das doch mehrere Sender. Nee. Immer das gleiche Funkbild. Gleicher Sender und die gleiche Handschrift an der Morse-Taste. Der Kerl wechselt noch ständig die Position. Die haben dazugelernt. Arbeit der Berliner Gruppe von größter Wichtigkeit. Adressen: Neue Westend, Altenburger Allee 19, 3 Treppen rechts, Koro. Charlottenburg, Friederizia Straße 26a, 2 Treppen links, Wolf. Friedenau, Kaiserstraße 18, 4 Treppen links, Bauer. Erinnern Sie hier an Uhlenspiegel. 46,0.
46,0. Jetzt funkt er wieder aus der Gegend von Laken. 6 Wochen dauert jetzt schon dieses Katz-und-Maus-Spiel. Zum Haar auswachsen. Nur die Ruhe, Hauptmann. Wir haben ihn doch schon ganz schön eingekreist. Über die Dächer. Unverschämtheit! Ja, hol doch die Polizei! Diesen Klartext habe ich unter seinen Funksprüchen gefunden, Herr Oberstleutnant. Von Direktor an Kent, begeben Sie sich sofort zu den 3 angegebenen Adressen in Berlin. Stellen Sie fest, warum die Funkverbindung ständig versagt. Arbeit der Berliner Gruppe von größter Wichtigkeit, Adressen. Altenburger Allee 19, 3 Treppen rechts Koro. Charlottenburg, Friederizierstraße 26a. 2 Treppen links Wolf. Friedenau, Kaiserallee 18, 4 Treppen links. Bauer, erinnern Sie hier an Eulenspiegel. Ist ja unglaublich. Nicht wahr? Herr Pieper, Sie fahren selbst nach Berlin. Das hier ist von größter Dringlichkeit. Kein Fernschreiben, kein Telefonat. Sie sprechen mit keinem Menschen darüber. Außer mit Oberst Rohleder. Darf ich in die Tasche sehen, Herr Hauptmann? Nein, geheime Kommandosache. Trotzdem müssen Sie die Tasche öffnen. Ich habe Befehl. Meine Tasche rühren Sie nicht an. Holen Sie sofort Oberst Rohleder. Jede Minute ist kostbar. Wache! Hier! Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, Piepe. Herr Oberst, in der letzten Nacht habe ich einem Funkagenten in
Na, was ist? Sprechen Sie schon. Wenn ich an Oberst allein sprechen könnte. Danke, Mönch. Warum weigern Sie sich, Ihre Tasche durchsuchen zu lassen? Dass noch jemand gewarnt wird, Herr Oberst. Aber ich bitte Sie, Herr Pepe. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass irgendeine Dienststelle dicht hält, Herr Oberst. In der letzten Nacht haben wir einen... Entschuldigung, Herr Oberst. In der letzten Nacht haben wir einen Funkagenten in Brüssel ausgehoben. Ich habe hier Funksprüche im Klartext, auf Deutsch. Alles wissen die, alles. Deutsche Lebensmittelvorräte, Verhandlungen über den Frontansatz der Rumänen, Panzerverluste, Nachschubschwierigkeiten beim Vormarsch, einfach alles. Und die Hintermänner sitzen hier. Hier? Das glauben Sie doch selbst nicht. In Berlin, Herr Oberst. Der Mann hat einen Funkspruch mit Berliner Adressen bei sich. Und? Bitte? Wie heißen diese Adressen? Ach so, Moment. Augenblick. Ach, natürlich. Ich wollte ganz sicher gehen. Altenburger Allee Nummer 19, drei Treppen rechts, Koro.